Moin Moin Gittester, wir sind hier auf dem Stand von Nigelow auf der Jagd und Hund 2018. Ich stehe hier mit Herrn Brügger von der Firma Nigelow und ja, es freut mich besonders, heute hier zu sein. Freut mich auch. Mein erster Gewehrriemen war auch ein Nigelow aus Neopren. Sehr gut, sehr guter Einstieg, ja. Die Produkte stehen ja für Qualität, für Made in Germany. Richtig. Für Neopren nehme ich jetzt auch mal so mit. Ja, der erste Gewehrgurt, den wir gebaut haben, war ja nun wirklich aus Neopren. Der hat sich ja über die Jahre hinweg sehr gut entwickelt und dann sind ja auch immer weitere Versionen dazugekommen, Schnellverschlüsse. Dann kamen später die Ledergurte dazu, die man hier oben sieht. Ja, und das Produktprogramm hat sich ja über die Jahre hinweg sehr vielfältig entwickelt. Absolut, ich sehe gerade, da hinten ist ein Ziehfernrohrcover, wir haben da hinten die, Hundeartikel, die Leinen, stimmt, die Schweißleine habe ich auch, fällt mir gerade auf. Sehr gut. Aber weswegen wir eigentlich heute hier sind, ich habe gehört, Nigelow macht jetzt auch was Traditionelles. Wir haben jetzt hier auch eine traditionelle neue Linie aus Loden. Das ist richtig. Wir haben jetzt auch eine neue Serie Classic Loden, die vereint die Vorzüge, die bekannten Vorzüge des Neoprens mit traditionellen Werkstoffen, sprich Loden. Ich könnte ja gerne mal so ein paar Produkte präsentieren. Schauen wir uns gerne an. Ja, fangen wir mal an hier. Ach, wie vorbereitet. Wo wir mal gerade beim Thema Gewehrgurt sind, das wäre jetzt hier also der Gewehrgurt Classic Loden. Oh, der sieht sehr edel aus. Ja, der ist auch sehr edel. Der hat also einen ganz hochwertigen Wirkloden auf der Oberseite, Neopren auf der Rückseite, somit also die Kombination aus beidem. Dass auch nicht rutscht, genau. Genau, wie man das ja von unseren Gurten kennt. Ja. Haften auf der Schulter, rutschen nicht. Der Gurt ist jetzt hier beispielsweise rundum auch noch mit Leder eingefasst, hat hier noch schöne Lederapplikationen. Hat das Gurtband auch noch beledert und er hat natürlich unsere bekannten Schnellverschlüsse. Genau. Für den, der es noch nicht kennt, man öffnet hier die Abdeckung, dreht den Knebel und schon kann ich die Waffe am Riemenbügel befestigen. Ja. Und genauso schnell ist das auch wieder montiert und auf der anderen Seite haben wir diesen Schnellverschluss gleich in die Längenverstellung integriert. Super. Also beispielsweise für die Leute, die keine abnehmbaren Riemenbügel haben und ihre Waffe auch nicht umbauen möchten, die können sich also mittels dieser Schnellverschlüsse die Waffe sehr schnell den Gurt sehr schnell an die Waffe montieren. Ansonsten gibt es noch weitere Produkte, zum Beispiel ein Fernglasgurt aus der gleichen Linie. Ja. Wie man sieht, ist er von der Materialgebung her identisch. Mhm. Auch schön verarbeitet hier, der hat jetzt Leder besetzt. Genau, auch hier mit Leder eingefasst. Dieser hier hat jetzt auf der Rückseite Alcantara. Mhm. Schmiegt sich also sehr schön um den Hals, auch durch diese Konturform. Ja. Kann ich also mein Fernglas sehr schön und bequem auch längere Zeit tragen. Wenn jetzt einer so einen klassischen Fernglasgurt nicht möchte, sondern viel Pirschen geht oder nach Afrika zur Jagd fährt, dann gibt es den Fernglasgurt Sport, wo das Glas also vor dem Bauch oder vor der Brust fixiert wird. Kein Pendeln mehr, kein Schaukeln mehr. Den gibt es auch in der Lodenversion. Wie sieht es stark aus? Sieht auch sehr gut aus. Ne? Der Vorteil bei dem Produkt hier ist jetzt zusätzlich, dass ich das Ganze am Körper fixieren kann, dass ich im Grunde zwei Produkte in einem habe. Ich kann also dieses stabilisierende Element hinten mit zwei Druckknöpfen lösen. Ja. Und vorne genauso. Also ich mache das jetzt mal ganz ab. Dann kann man nämlich sehen, dass ich dann anschließend wieder einen klassischen Fernglasgurt habe, wo mein Glas dann normal um den Hals hängt. Dran bleibt, wenn ich mal nur einen Reviergang plane, nicht pirschen will, habe ich also im Grunde zwei Produkte in einem. Ich stelle gerade fest, ich habe denselben tatsächlich und ich nutze den Harness meistens für die Jagd im Gebirge oder für die Jagd in Afrika und bin sehr damit zufrieden. Und wenn ich auf den Hochsitz gehe, dann habe ich genau den normalen Gurt. Ja, das freut mich zu hören. Also, könnte ich eigentlich auch mal einen Bericht überschreiben. Ja, ne? Ja, also der Ideengeber war unser Fernglasgurt Sport, den es ja schon länger gibt. Und in dieser Classic-Loden-Serie ist er jetzt halt noch ein bisschen, naja, ist ja Geschmackssache, aber ich sag mal, er ist schöner geworden. Er sieht ja gerade zu so einem Holzgewehr oder generell, wenn man diese Kombination dann sieht, Fernglas mit Riemenbügel und Holzgewehr, also das kann schon wirklich gut aussehen, wird schick. Richtig. So, weiter. Wenn wir es denn auch wirklich alles im Set machen wollen, gibt es dazu auch noch ein schönes Sitzkissen, wo ich dann also auch bei schlechtem Wetter und kühlen Temperaturen schön warm drauf sitzen kann. Das Sitzkissen zeichnet sich jetzt hier auf der Oberseite wieder durch diesen Loden aus. Auf der Rückseite pflegeleichtes Jersey, aber das Entscheidende ist, dass wir hier innen
eine sehr dicke Neoprenpolsterung haben. Das heißt, bei kalten Temperaturen habe ich also hier eine wunderbare Kälteisolation und sitze schön trocken und warm auf meinem Ansitz oder wo auch immer. Wie sieht das aus, wenn ich das auf feuchten Untergrund lege? Ist das, das ist kein Problem. Das Neopren isoliert Feuchtigkeit und Kälte. Super. Ja, und ich kann das hier entsprechend mit diesem Elastikband zusammenfalten und kann das dann hier am Gürtel befestigen. Ohne den Gürtel öffnen zu müssen, ziehe ich das hinterm Gürtel her. Ah, okay. Und habe das somit immer dabei. Das ist cool. Ja, das hat natürlich auch einen anderen Verwendungszweck. Das muss ich nicht nur jagdlich nutzen, auch wenn ich mal vielleicht zum Angeln gehe oder ins Stadion. Also überall, bei allen Outdoor-Aktivitäten ist so ein Sitzkissen ja eigentlich immer brauchbar. Ich wollte gerade sagen, also ob ich jetzt spazieren gehe und mich irgendwo auf der Bank setzen möchte, ne? Oder auf dem Hochsitz gehe oder auf dem offenen Sitz oder Leiter. Also bei mir ist es ständig immer im Rucksack, kann ich dazu sagen. Ja, das ist ja auch so ein Begleiter, den man wirklich für alle Outdoor-Aktivitäten gut nutzen kann. Klasse, also wenn man so sieht, wie sich es bei Nigelo weiterentwickelt. Ja. Vom Gewehr, Riemen, über... Zum Zubehör-Vollsortimentler fast, ne? kann man sagen. Ja, und wirklich so stringent auch in einer Linie ist das schon beeindruckend. Ja, und da die meisten Jäger ja nun auch noch einen Hund haben, lag es nahe, für die Hunde auch noch eine schöne Klassik-Loden-Halsung zu kreieren. Auch hier haben wir wieder, genau wie bei den anderen Produkten auch, eine Loden-Oberseite, Lederapplikationen in Leder eingefasst. Hier ist zusätzlich noch ein Adressfach, wo ich also eine individuelle Beschriftung vornehmen kann, falls der Hund mal entläuft. Kann ich da also meine Adressdaten, Telefonnummer, was auch immer, ja, hinterlegen. Wir haben dann hier massive Messingbeschlagteile. Das hier ist zum Beispiel ein sehr robuster Massiv-Messing-Drehwirbel, der bei uns im Hause auch so zusammengebaut wird. Also okay, das sind ja alles Artikel, die man so auch nicht von der Stange kaufen kann. Das heißt, die werden mit unseren Werkzeugen gefertigt und werden dann hier bei uns im Haus auch zusammengesetzt und unten auch noch punktverschweißt, sodass also dieser Drehwirbel sich auch nie öffnen kann. Ja, das ist ja, auch immer ganz wichtig. Ja. Super. Ja, das rundet dann unser Lodensortiment ab. Wir hatten auch noch ein Schaftetui in Loden. Das könnte ich mal an der Waffe zeigen. Ja. Ich hole die mal kurz. Es kommt ja auch ins Bild. So, das haben wir jetzt hier mal an diesem Waffendummy montiert. Das Ganze wird befestigt mit Wellstretch, aber elastisch, sodass das also auch wirklich fest am Schaft sitzt. Man kann das hier öffnen und dann kann ich mit diesem Fixierband hier einmal rumziehen, sodass es auch offen bleibt. Bietet Platz für 6 Kugelpatronen. Angenehm für den Anschlag wahrscheinlich. Und ist auch sehr angenehm, gerade bei kälteren Temperaturen, wenn ich einen Kunststoffschaft habe beispielsweise, der dann sehr stark auskühlt. Ja. Und wenn ich dann in den Anschlag gehe, dann ist das auch noch sehr angenehm, ne? Als wenn ich da den kühlen Kunststoffschaft im Gesicht habe. Absolut, absolut. Mensch, also finde ich echt spitze. Ja, ist ein rundes Programm, ne? Es würde mich natürlich interessieren, was die Gehtester da draußen schon alles an Nigelo-Produkten im Einsatz haben. Und ich meine, vielleicht ist ja der ein oder andere dabei, der auch sehr zufrieden mit den Produkten ist. Und dann würden wir uns von Gehtester natürlich freuen, wenn, oder nicht nur wir, sondern auch Sie wahrscheinlich, wenn der ein oder andere Testbericht in Zukunft mal auf Gehtester von euch eingereicht wird. Und ja, was erwartet den Messebesucher sonst noch, wenn er hier bei Nigelo vorbeischaut? Gut, ich würde dem Messebesucher, der jetzt dieses Video hier gesehen hat, auch noch anbieten, wenn er so ein kleines Codewort oder Stichwort sagt, beispielsweise er kommt hier auf den Stand und sagt Gehtester, dann würden wir den Kunden unseren am Anfang gezeigten Klassik-Loden-Gewehrgurt zum absoluten Sonderpreis von 50 Euro statt 61,90 anbieten. Also wenn solange Vorrat reicht. Stimmt, nicht, dass er gleich vergriffen ist. Ja, das ist ja natürlich auf so einer Verbrauchermesse immer ein bisschen schwierig. Da kann ja der ein oder andere Artikel dann nochmal weg sein, ne? Gerade bei einer Messe, die über 6 Tage läuft. So ist das. Super, aber da, ich meine, das ist doch mal ein Angebot. Also es lohnt sich, hier vorbeizuschauen. Es gibt Rabatt auf den neuen Loden-Gewehrriemen. Genau. Und, wir sind hier in Halle 6, sollte man vielleicht noch dazu erwähnen. Stimmt, Halle 6, genau. Stand B20.
damit wir auch gefunden werden. Kann man eigentlich nicht dran vorbeilaufen, oder? Also, nee, also dieses große Logo da, Nigelow Made in Germany, das sollte man eigentlich, eigentlich gut sehen. Gut finden können. Super. Herr Brügger, ja, hat mich gefreut. Vielen Dank. Hat mich auch gefreut. Und ich würde mich freuen, wenn wir in Zukunft ein paar Testberichte über die Nigelow-Produkte auf Gehtester sehen. Gerne. Macht's gut. Bye. Bis dahin. Tschüss.